für die Freiheit in Wort und Schrift in den sozialen Medien von Krewinkel. Die Diskussion über Zensur in den sozialen Medien wie Facebook, Twitter und YouTube erhielt durch die Sperre des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump neuen Auftrieb. Trump sprach nämlich davon, dass dadurch das Menschenrecht auf Redefreiheit verletzt werde. Ist denn wirklich so? Drei unverfängliche Stimmen dazu. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist von elementarer Bedeutung. Der Whistleblower Edward Snowden schreibt auf Twitter, dass diese Entscheidung gegen Trump, nämlich die Sperre seiner Zugänge, einen Präzedenzfall darstellt, der zu ähnlichen Schritten in der Zukunft führen könnte. Auch Alexei Nawalny, dieser mutige Mann aus Russland, argumentiert ebenfalls in diese Richtung, indem er erklärt, dass diese Vorgehensweise von den Feinden der Redefreiheit ausgenutzt werden könnte. Die auf den Kern des Problems zugespitzte Frage lautet daher, soll Männern wie Zuckerberg von Facebook oder Dorsey von Twitter die absolute Macht eingeräumt werden, in demokratische Meinungsbildungsprozesse vieler Länder einzugreifen und sie dadurch zu steuern? Nein, keinesfalls. Private Konzerne dürfen sich nicht richterliche Gewalt anmaßen. Dies alles erinnert fatal an Kafkas Prozess im digitalen Zeitalter. Jemand muss Donald D. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines schönen Tages lebenslang auf Facebook, Twitter und YouTube gesperrt. Im Fall Trump haben die demokratischen Institutionen in den USA darüber zu befinden, Entziehen des passiven Wahlrechts, wenn er sich der Ermutigung zum Aufruhr schuldig gemacht hat. Oder auch eine gerichtliche Anklage und eine allfällige Verurteilung wegen Anstiftung zum Aufruhr. Dieses sicherlich sehr komplexe Thema kann durchaus kontrovers diskutiert werden. Eine solche Diskussion muss aber auch in den sozialen Medien erlaubt sein. Ich möchte mit den Antworten auf 5 von mir aufgestellte Fragen einen kleinen Beitrag dazu leisten. Erstens machen die sozialen Medien mit dem Löschen und Sperren von Beiträgen und Nutzern nur von ihrem Hausrecht Gebrauch. Facebook und Twitter argumentieren dahingegen, dass sie damit lediglich von ihrem Hausrecht Gebrauch machen. Der US Supreme Court erkannte aber bereits zu einem Fall in North Carolina, dass die allgemein zugänglichen sozialen Medien einen öffentlichen Raum darstellen, der durch Gesetze nicht eingeschränkt werden darf. Ein kleines Beispiel hierzu soll helfen, diese treffliche US-Rechtsentscheidung besser zu verstehen. Wenn ich der einzige Bäcker in einem unzugänglichen Tal bin, dann darf ich mir meine Kunden nicht aussuchen. Ich muss sie alle bedienen. Den brasilianischen Staatspräsidenten Jair Bolsonaro, iranische Revolutionswächter, wie auch den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump gleichermaßen, falls sie meine Bäckerei aufsuchen. Zweitens, können nur Staaten eine Zensur ausüben? Das Recht zur freien Meinungsäußerung wird von der Staatsgewalt, aber auch von den einzelnen Religionsgemeinschaften schon von alters her argwöhnisch beobachtet. Die katholische Kirche hat eine ausgefeilte kirchliche Hierarchie installiert und bis zur Reformation wurde die Bibel nicht in die jeweilige Landessprache übersetzt, nur um eine freie religiöse Meinungsäußerung der Gläubigen zu verhindern. Denn denkende Bürger haben die für die Herrschenden unangenehme Eigenschaft, das staatliche und religiöse Herrschaftssystem zu hinterfragen. Eine Zensur verfolgt daher immer nur das eine Ziel, jegliche freie Meinungsäußerung der Bürger zu unterdrücken. Demokratische Staaten haben zwar ihrerseits auf jegliche staatliche Zensur verzichtet, jene in den sozialen Medien aber privaten Unternehmen überantwortet. Und die sozialen Medien in den USA, wie Facebook, Twitter und Co., nehmen dieses Recht auf Zensur mit großer Begeisterung wahr. Mit welcher demokratischen Rechtfertigung eigentlich für Europa? Dieses Privileg wurde in den
96 mit der Cross Section 230 des Communication Decency Act CDA nur für den Rechtsraum der USA verliehen, der ja wohl nach amerikanischem Rechtsverständnis die gesamte Welt umfasst. Mehr aber dazu später. Jegliche vom Staat ausgehende Zensur ist in den westlichen Demokratien verboten. Nichtsdestotrotz ist eine solche zu beobachten, in Printmedien wie auch in elektronischen Medien gleichermaßen. In den Printmedien und elektronischen Medien kann es dann eine von oben gesteuerte Auswahl von Beiträgen und Redakteuren durch die Medieneigentümer sein. Intelligente Redakteure wissen dann schon, welche Themen ausgewählt werden dürfen und wie dann die Beiträge zu formulieren sind. Drittens, schützen die sozialen Medien die Menschenrechte? Die Schwierigkeit beginnt bereits damit, dass nicht einmal geklärt ist, ob es nur die Menschenrechte oder viele unterschiedliche Menschenrechte gibt. So spricht der deutsche Philosoph Immanuel Kant davon, dass die Menschenrechte ein uns innewohnendes Gesetz mit einem moralischen Anspruch und Gültigkeit für alle Menschen sei. Kritiker dieses universellen Anspruches argumentieren hingegen damit, dass die Menschenrechte, ein Erbe der Aufklärung, lediglich als ein spezifischer Ausdruck einer individualistischen, nihilistischen Lebensweise zu verstehen sind, wodurch die wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Interessen des Westens durchgesetzt und fremde Märkte erobert werden sollen. 3a, Widersprüche zwischen den Menschenrechten und dem Wort Gottes. Im Artikel 18 der Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1948 ist nachzulesen. Jeder hat das Recht auf Gewissens- und Religionsfreiheit. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlung zu bekennen. Dieser wichtige Artikel in der Menschenrechtserklärung der UNO, vor allem das Menschenrecht, seinen Glauben zu wechseln oder sogar Atheist zu werden, steht aber im klaren Widerspruch zum Wort Gottes im Koran, der für ungefähr 1,2 Milliarden Menschen in aller Welt absolute Richtschnur ist. Mit welcher Konsequenz daher ein Moslem zu rechnen hat, wenn er vom wahren Glauben abfällt, wird in der vierten Sure Vers 89 des Korans eindeutig festgelegt. Doch wenden sie sich ab, so ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie trefft. Das Wort Gottes steht in diesem Fall gegen die Menschenrechte. Keine Frage, was ein gläubiger Moslem höher zu bewerten hat. 3b. Widerspruch zwischen dem Menschenrecht, freier Meinungsäußerung und Falschmeldungen, Fake News. Es ist ungefähr 6 Jahre her, dass im Wuhan-Institut für Virologie in China, einem Hochsicherheitslabor mit 4 Sicherheitsstufen, dort wo das Coronavirus 2019 seinen möglichen Ausgang nahm, die Viren von Fledermäusen untersucht wurden, die aber nicht so richtig wuchsen. Sie verbreiteten sich mehr als schleppend. Man wollte aber die Ausbreitung von Coronaviren studieren, um unter anderem gegen SARS-Erkrankungen besser gewappnet zu sein. Also kombinierte man 2 Viren, ein an Mäusen adaptiertes, vermehrungsfähiges Coronavirus als Rückgrat und pflanzte dort die Sequenz, die Spikes, das heißt die Zacken der Krone des Coronavirus ein. Dieses künstliche Virus wurde dann untersucht. Es wuchs in Mäusen und auch in menschlichen Zellen heran. Irgendwann wurde dieses US-amerikanische-schweizerische Kooperationsprojekt Herstellung von Virus-Chimären untersagt. Die Gefahr einer Biowaffe für Terroristen erschien einfach zu groß zu sein. Die Dokumentation dazu wurde 2015 in anerkannten medizinischen Fachzeitschriften veröffentlicht. Ein neuer Hinweis in dieser Dokumentation schließt aber für die jetzige Pandemie einen Beitrag dieses synthetischen Virus aus. Entnommen aus Karin Mölling, Viren, Supermacht des Lebens 2020.
Professor Dr. Karin Mölling war unter anderem ab 1993 Professorin und Direktorin des Instituts für medizinische Virologie an der Universität Zürich. Das bedeutet aber nicht, dass in den letzten Jahren, seit 2015, nicht weitere Virenforschung betrieben wurde. Faktum ist nämlich, dass im Virologischen Institut in Wuhan an SARS-Virenmutationen gearbeitet wurde, die ihre Verbreitungsfreude, das heißt die Erhöhung der Reproduktionszahl, fördern sollte. Und gerade dies zeichnet das SARS-CoV-2-Virus und seine Mutationen aus. Diese Annahme stützt nämlich auch ein sehr erhellendes Beispiel aus dem Elsass. Neben Ischgl, Tirol und Bergamo-Lombardei, dem dritten europäischen Covid-19-Pandemiezentrum während der ersten Welle zum Jahresbeginn 2020. Dr. Schmidt leitete eine Studie am Krankenhaus Colmar, in der 2456 Lungenuntersuchungen zwischen November 2019 und April 2020 analysiert wurden. Demnach soll es bereits am 16. November 2019 einen Corona-Fall gegeben haben. Die einzelnen Fälle wurden von einem erfahrenen Radiologen gegengeprüft. Zur Studie kam es, weil vermehrt atypische Grippeerkrankungen, Fieber, Husten etc. länger als 2 bis 3 Wochen aufgetreten sind. Das Virus hat sich aber bis Ende Februar 2020 nur sehr langsam ausgebreitet. Nichts deutete damals auf eine Pandemie hin. Aufbauend auf den obigen, empirisch abgesicherten Tatsachen kann folgende freie Meinungsäußerung dazu formuliert werden. Das Virenlabor und nicht der nur einige hundert Meter entfernte Lebendtier-Nahrungsmittelmarkt von Wuhan, wie von den chinesischen Behörden verbreitet und von der WHO pflichteifrig abortiert wurde, ist daher als Ausgangspunkt der weltweiten Covid-19-Pandemie anzusehen. Viertens, warum wurde überhaupt sozialen Medien erlaubt, weltweit Zensur auszuüben? Die Cross-Section 230 des Communication Decency Act aus dem Jahr 1996 schützt Internetunternehmen wie Twitter, Facebook, YouTube und andere elektronische Netze in den USA davor, dass sie für Äußerungen ihrer Nutzer auf ihren Plattformen haftbar gemacht werden. Ob dies überhaupt möglich ist, bezweifelt nicht nur die Washington Post. Vor solchen Klagen brauchen sich diese Unternehmen aber nicht zu fürchten, wenn sie in gutem Glauben Anstrengungen unternehmen, obszönes, laszives, schmutziges, exzessiv gewalttätiges, belästigendes oder in anderer Weise anstößiges Material zensieren. Nichtsdestotrotz wurden von Facebook, Twitter und YouTube Richtlinien erlassen, die sehr wohl tief in das Recht jeglicher freier Meinungsäußerung einschneiden. So werden beispielsweise auf Facebook Bilder barbusiger Schönheiten gelöscht, einerlei, ob es sich um einen oben ohne Schnappschuss von der Freundin am Strand oder um ein Gemälde eines anerkannten Künstlers handelt. Auch Ausdrücke wie Shitstorm sind ebenfalls verböhnt. Mittels künstlicher Intelligenz, KI oder auch durch fleischgewordene Sensoren, von woher auch immer, werden beispielsweise bei Facebook anhand vorgegebener Wortlisten hochgeladene Beiträge oder grafische Darstellungen, vor allem jene politischer Natur, durchforstet, abgeglichen und ohne nähere Begründung der getroffenen Entscheidung und jeglichem Widerspruchsrecht zur Änderung des gesperrten Ausdruckes aufgefordert. Aber ja, man darf dann per E-Mail dagegen Einspruch erheben. Einem solchen beim Salzamt, wienerische Bezeichnung für ihre Vergeblichkeit, wäre aber mehr Erfolg beschieden. Es können aber nicht nur Beiträge gesperrt werden, sondern auch die Nutzer direkt. Fünftens, welche Lösung bietet sich an? Dass das Dekret Cross-Section 230 einer Reform bedarf, darin sind sich alle einig, über den Weg dorthin hingegen nicht.
Der ehemalige deutsche Richter Wolfgang Hofmann-Riem formulierte bereits 1996 einen immer noch zeitgemäßen Vorschlag. Das gegen den Staat gerichtete Zensurverbot ist auf die Internetunternehmen zu erweitern. Es ist für ihn natürlich klar, dass bestimmte Inhalte im Netz wie Pornografie, Pädophilie, Drogenverkauf wie auch Anleitungen zum Bombenbau aus dem Internet herauszuhalten sind. Aber dafür gibt es im Internet bereits das Darknet, das aber öffentlichen Kontrollen weitgehend entzogen ist, mit Bitcoins als Zahlungssystem. Nur mit eigenen Browsern und speziellen Passwörtern findet man einen Zugang zum Internet Hades. Es bietet sich daher nur eine Lösung an, die unserem demokratischen Verständnis entspricht. Der Staat übernimmt die Überwachung des bisher rechtsfreien Raumes im Internet und untersagt jegliche Internetzensur von Meinungsäußerungen in Wort und Schrift. Die Haftung der Internetunternehmen beschränkt sich nur mehr auf offenkundige Straftatbestände, Pornografie, Pädophilie, Drogenverkauf und so weiter. Es obliege dann den staatlichen Gerichten in den jeweiligen Ländern, gemeldete inkriminierende Beiträge nach ihrer jeweiligen Prozessordnung zu beurteilen. Als Demokrat muss man aber rechtzeitig die Stimme erheben, wenn auch viele Menschen dieses schwer erkämpfte Recht der freien Meinungsäußerung nicht mehr so richtig zu schätzen wissen. Ein kleines Beispiel soll diesen traurigen Zustand in unserer Gesellschaft illustrieren. Zwei junge Fische schwimmen in einem Fluss. Da begegnen sie einem alten Fisch, der sie fragt: "Na Burschen, wie ist das Wasser heute?" Sie wissen darauf keine Antwort. Nach einer Weile fragt der eine junge Fisch den anderen: "Was ist eigentlich Wasser? Und was ist das Recht auf freie Meinungsäußerung?" Der Videotext kann auf der 5 Sterne für Österreich Seite nachgelesen werden. Am Ende dieses Beitrages ist auch eine Broschüre als PDF-File mit einer ausführlichen Behandlung dieses komplexen Themas zu finden. Wer sich in dieses Thema vertiefen will, dem möchte ich zwei Bücher empfehlen, deren Lektüre für mich einen Gewinn bildete. Christian Bomarius, Die neue Zensur, wie wir selbst unsere Meinungsfreiheit bedrohen, Duden Verlag, Berlin 2019. Und Ingrid Brodnik, Übermacht im Netz, warum wir für ein gerechtes Internet kämpfen müssen, Brandstätter Verlag, Wien 2020. Abschließend noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Anschrift unserer Webseite, unsere E-Mail-Adresse, Angaben zu unserem Spendenkonto, Aufruf unseres YouTube-Kanals sowie andere nützliche Hinweise über uns können Sie diesem Infoblatt entnehmen. Wenn Ihnen der Videobeitrag gefallen hat, dann klicken Sie mag ich bzw. geben Sie einen Kommentar ab. Und werden Sie vor allem Abonnent. Sie müssen allerdings ein Google-Konto haben bzw. dieses einrichten. Und spenden Sie. Denn nur so können wir unsere zarte Stimme erheben und für eine größere Verbreitung sorgen. Dankeschön. Einen schönen Tag noch wünscht Ihnen Dr. Kurt Rahr, 5 Sterne für Österreich.